Heute waren mein Bruder und ich zusammen auf dem letzten großen Flohmarkt des Jahres 2024. Ob wir da was gefunden haben? Ja, das seht ihr gleich. Ihr habt es gemerkt. Der Ton im Einspieler ist anders. Es ist der von meiner Videokamera. Mein Mikrofon hat versagt. Ich glaube, die Batterie war alle. Ich habe sie ausgetauscht inzwischen. Deswegen entschuldigt, dass dieses ganze Flohmarkt-Video mit diesem Ton weiterläuft. Ja, wie gesagt, jetzt zu den Pickups da. Wie ich sagte, heute war der letzte große Flohmarkt bei mir in der Nähe in diesem Jahr 2024. So viele Flohmärkte stehen nicht an. Ich habe im Endeffekt, ich kann es euch sagen, zwei Veranstaltungen und zwei Flohmärkte auf meiner Liste. Und das sind beides zwei kleinere Flohmärkte. Ja, und diesmal, wie gesagt, waren mein Bruder und ich auf dem Flohmarkt. Das war ein großer Parkplatz voll mit, oder ein Möbelhaus-Parkplatz. Und im Endeffekt war nicht ganz voll. Man muss so sagen, jetzt so, wo die Winterzeit anfängt, war etwa nur noch 75% gefüllt von dem, was sonst da war. Das heißt aber nicht, dass wenig Stände da waren. Da waren sehr, sehr viele Private, Entrümpler, Semihändler und all das Übliche, was man so kennt von dem ganzen. Klamotten waren natürlich zur Jahresendzeit stärker vertreten. Und dennoch haben mein Bruder und ich ein, zwei Schätzchen zutage getreten oder herausgesucht und gefunden. Ja. Wir haben Beute gemacht, kann man ja auch so sagen. Schöne Sachen. Und ich glaube, ich rede jetzt schon im heißen Brei. Ihr wollt sehen, was gibt es. Und ich zeige euch eigentlich schon gleich eins der großen Highlights von meinem Bruder. Beziehungsweise ich zeige euch jetzt nur den Karton. Denn das Inlay, das was auch noch dabei war, und die Figur ist gerade beim Reinigen. Die war auch nicht zusammengebaut. Die ist in sehr schönen Zustand. Diese Edition ist nicht vollständig und ich zeige euch die OVP hier. Das ist der Power of the Force 8080. Der ist elektronisch, der läuft sogar und ja, ist recht schön. Ist sehr nach der Vintage-Figur oder dem Vintage-Toy sozusagen. Ja, ist eigentlich ist aus dem gleichen Modell, kann man fast sagen, gemacht worden. Hat jetzt die Elektronik, es können auch Raketen abgeschossen werden. Im Inneren ist eine kleine Station, man kann es hier sehen, auf der Rückseite, ihr seht es, dass da jetzt so ein bisschen was drin ist. Die Figur ist in einem schönen Zustand, war ein bisschen dreckig, hat wohl im Regal gestanden, hat aber keine Sondernutzung. Die Elektronik funktioniert auch noch ohne Probleme. Lediglich hier vorne diese beiden Abdeckungen von den Kanonen, die fehlen von beiden Seiten. Und die beiden Figuren. Es sollen hier zwei exklusive Figuren dabei sein. Hier seht ihr, welche Seite? Da. Die Seite. Die beiden. Die sind leider nicht mehr dabei. Müssen wir nochmal nachbesorgen. Ansonsten, den gab es. Der war nicht günstig, aber er war auch nicht sehr teuer. Also er war schon schnapper im Verhältnis zu dem, wie ich zum Beispiel auf der Toyclosion gesehen habe, wo so eine Figur locker mal zwischen 150 und 200 kostet in OVP. Die OVP ist eigentlich in recht gutem Zustand. Hier vorne war Klebeband drauf, das haben wir schon ziemlich gut entfernt und ja, das sieht wirklich recht schick aus, ist halt sehr klassisch, ne? Jetzt steht die UVP nicht wirklich, ich hoffe, das geht, ja, deswegen stelle ich gleich auch was davor, damit das besser funktioniert, das Ganze, ja, also wie gesagt, das war eigentlich etwas, was wir zuletzt schon fast gefunden haben, was ganz gut war, da musste mein Bruder sich nicht damit abschleppen. Ja, wie gesagt, der Vintage, da sind wir mit aufgewachsen, der ist aber auch fast unbezahlbar. Und das war jetzt ein Zufall. Es war aber auch etwas, was mein Bruder seit langem mal nicht wieder, oder das ist falsch gesagt, er hat sich den schon immer gern kaufen wollen, aber nie so in dem Zustand mehr gefunden, wie er ihm passend war. Oder er war einfach zu teuer. Und jetzt war er eigentlich wirklich ein recht guter Preis. Wie gesagt, alles funktioniert. Es sind Kleinigkeiten, die fehlen. Hier vorne eben diese Klappen, wenn man hier sieht. Hier könnt ihr sehen, übrigens, hier kann man abschießen, das konnte man früher nicht. Die Elektronik funktioniert, es hat noch Sprüche drauf, also englische Sprüche von so aus dem Star Wars Film, vom Commander, also der spricht da eben halt Ziele erfasst und solche Sachen. Die beiden Figuren fehlen leider, die würde ich vielleicht nochmal nachbesorgen. Ansonsten Inlay war drin, teilweise auch Originaltüten. Sonst, ja, wie gesagt, Kleinigkeiten. Sonst auch keine Sonnenverfärbung.
das macht es auch aus. Momentan ist er nicht zusammengebaut, er wird wie gesagt gereinigt. Falls er zusammengebaut wird, werde ich euch hier Fotos einblenden. Ansonsten mache ich noch so von den Figuren, wie er nicht zusammengebaut ist. Ein bisschen, ein paar Fotos. Ihr seht das jetzt. Ja, also das war so das große Highlight. Es war wie gesagt im Verhältnis, wie der sonst gehandelt wird, doch schon schnapper. Wir haben also keine 100 Euro dafür bezahlt. Das sage ich so viel, aber ja, es war trotzdem kein Vorurteil. Doch. Jetzt habe ich genug geredet und ihr wollt auch wissen, was haben wir noch gefunden. Und ich sage mal so, wir haben vielseitig gefunden. Wir haben alles Mögliche und ich fange jetzt an, weil das hier sonst im Weg steht, mit meinen persönlichen Highlights. Ich habe auch zum Ende hin einen Stand gefunden von einer Sammlerin von Tim und Struppi. Die hat Tim und Struppi Sachen verkauft, viele Sachen, auch sehr schöne Sachen, die ich jetzt nicht mitgenommen habe, von Schuhen sogar, so Hausschuhe mit Tim und Struppi und Figuren noch und einige Autosets, die es so gibt. Ja, aber ich habe mich jetzt für ein paar kleinere Sachen da entschieden. Und zwar gab es Mini-Dioramen, die sie hatte. Und zwar einmal dieses hier, wo Tim in seinem Sessel sitzt, ein Buch liest und Struppi davor. Dann einmal dieses Diorama, wo Tim an Land entlang einer Schiene läuft. Ich glaube, das ist sogar der Blaue Lotus. Denn sie ist ein großer Fan von der Blaue Lotus und dadurch war sehr viel vertreten von. Ich muss aber dazu sagen, ich habe jetzt da nicht so viel mitgenommen von dem Ganzen, was da noch so alles war. Da war es sehr viel, wie gesagt, die Autos waren da und ich musste mich entscheiden. Das war ja auch nicht so günstig, also pro Set wollte man 7 Euro haben. Ich habe ein bisschen gebundelt, dadurch habe ich ein bisschen weniger bezahlt, aber auch noch ein paar andere Sachen eben halt gesehen. Ich wollte fair bleiben, weil sie war schon sehr unterm Preis und die Dinger werden sehr teuer gehandelt. Hier haben wir auch ein schönes Set aus König Ottokars Zepter. Dann, ja, hier kann ich mich fast nicht entscheiden, zwei meiner Lieblingscomics auch mit. Der geheimnisvolle Stern, hier mit dem Pilz, von der Insel, auch sehr, sehr schönes Diorama. Sind auch ein bisschen unterschiedlich von der Qualität. Die haben so eine Art, also sehr, sehr gut gemacht auf jeden Fall. Ein Plastik, manche ein bisschen stabiler vom Fuß her. Dieser hier ist etwas hohler, aber sonst ist richtig schön und auch ein absolutes Highlight von Reise ins Mond, beziehungsweise Schritte auf dem Mond. Tim und Struppi hier zusammen und auch so mit Helmchen oder mit Helm auf, richtig schick. Also in letzter Zeit habe ich ja wirklich so viele schöne Tim und Struppi Sachen gefunden und ich habe beschlossen, ich habe beschlossen, weil ich auch noch ein paar andere Sachen, die ich jetzt nicht, die ich so bei Kleinanzeigen erworben habe von Tim und Struppi, dass ich ein eigenes Tim und Struppi Video mache mit dem, was in den letzten Monaten hinzugekommen ist und da alles noch einmal zeige, so ein bisschen drüber erzähle dann einfach und ich werde mich auch versuchen, ein bisschen schlau zu machen, aus welchen Comics das alles war. Ja, aber das war natürlich noch nicht alles von Tim und Struppi, dann habe ich noch diese Tintin Geldbörse mit vom Reise zum Mond, finde ich auch richtig schick, auch richtig schön bestickt, ein sehr schöner Zustand, Geld ist nicht drin, ne? Ich kann mal gucken, ist da Geld drin vielleicht, irgendwas anderes, irgendwas ist hier, da ist irgendwas drin, da ist irgendwas drin, oh, eine Haarspange, ja, mit einem Entchen drauf, süß, wundert ihn, weil ich habe da was gespürt. Aber Geld ist nicht drin, eine Haarspange, schade, ist nichts von Thomas Struppi. Hier ist jetzt auch nichts weiter, also für mich, bei mir wird jetzt nichts was benutzt. Ich behalte das so im Endeffekt in dem Style, oder ich behalte das so, weil es Thomas Struppi, auch hier mit dem Logo, auch mit der kleinen Mondrakete, ich finde das richtig süß. Ja, eine Haarspange, süß. Dann ein Terminkalender, oder, nee, Terminkalender nicht. Ein ja, Kontakte. Ach komm, ich komme gerade auf den Begriff nicht. Ein ja, jetzt dem Adressverzeichnis eben halt, für wo man Adressen sammelt. Das hat man früher so eben schriftlich gemacht, wenn ich meine Telefonnummer gesammelt habe. Ja, ein Adresskalender kann man so sagen. Auch hier mit Reisezimmer. Deswegen. Bald musste das sein, oder beziehungsweise Schritte auf dem Mond. Das war für mich dann etwas, wo ich sagte, das muss sein. Von Tim und Struppi gab es dann noch ein paar Sachen, die habe ich jetzt hier in einer Schachtel drin, weil sonst fliegt das hier mir zu sehr rum. Dann gab es noch
nehme jetzt mal die Kurse raus. So, wo ist das letzte Teil? Da. Und es gab Schussanhänger und einen Pin. Einmal ein Pin mit den Schulzes drauf. Dann gab es drei Schussanhänger. Einmal hier wie Tim und Struppi laufen. Und wo wir ja bei Mond sind, habe ich hier Tim im Raumanzug. Und ich habe noch Struppi in der Art. Wo haben wir ihn? Wo haben wir ihn? Da haben wir ihn. Ich habe ihn vergessen, hier rauszunehmen. Richtig cool. Sieht zu klein, ich weiß. Ich blende ein Gesamtbild ein, also richtig schick. Und als Tim und Struppi-Fan ja, habe ich mir so ein bisschen Sachen rausgesucht. Es war ja auch, wie gesagt, ein blauer Lotus dabei. Und ich hätte noch viel mehr Geld da lassen können. Also ich weiß gar nicht, ich habe insgesamt etwa 50 Euro dafür bezahlt. Das ist eigentlich ein guter Preis, weil die auch wesentlich teurer gehandelt werden. Ja, wo ich jetzt Figuren habe, mein Bruder hat auch ein paar Figuren gefunden bei einem anderen Stand, wo wir auch noch ein bisschen Krimskrams mitgenommen haben. Und zwar Disney-Figuren. Die waren wohl als Sonderteil dabei, wenn man bestimmte Disney-Comics gekauft hat. Hier habe ich Mickey Mouse. Wie gesagt, ich zeige die zusammen am Ende, wenn ich sozusagen den beziehungsweise alle gezeigt habe, dann zeige ich euch ein Foto davon. Hier haben wir Donald. Ja, gut, legen wir hin. Stehen nicht wirklich super. Dann haben wir hier, wo Mickey ist, darf natürlich Goofy nicht fehlen. Wir haben hier Tick, Trick und Track, auch richtig cool. Und eine Figur, da ist mein Bruder sofort gesagt, den muss er haben. Gibt es das Figur auch nicht so oft. Phantomias. Richtig cool. Ja, der steht auch perfekt. Genau. Das ist auf jeden Fall sind richtig schöne Disney-Figuren. Und das für Stück 1 Euro, 5 Euro für alle zusammen bezahlt. Also da kann man echt nichts sagen. Da habe ich auch noch ein paar Sticker mitgenommen und einen Kühlschrankmagnet von etwas, das zeige ich euch aber gleich. Dann habe ich noch da gab es noch einen Schlüsselanhänger zu einem Game, aber das zeige ich euch auch später. Bei einem Stand, der hatte Pins und ich habe wieder Pins gefunden. Und das ist auch natürlich viel zu klein, um euch das alles zeigen zu können. Beziehungsweise auch Anstecknadeln waren dabei, ein paar. Und zwar habe ich gefunden 2 Garfield-Anstecknadeln. Ja, schwer zu zeigen, wie gesagt. Weil es so klein ist, deswegen mache ich Fotos. Dann habe ich hier einen Waschbär, der müsste von Pocahontas stammen. Ich zeige euch das in der Gesamtansicht dann auch. Und hier habe ich dann ein I Love You Mickey Mouse Pin. Richtig schick. Dann habe ich noch 3 Pins habe ich noch gefunden dort in dem Ganzen. Ich habe übrigens pro Pin 50 Cent bezahlt und ich habe glaube ich zusammen, es waren 7 Stück oder so, habe ich 60. Ich habe glaube ich 3 Euro bezahlt für die ganzen zusammen. Hier habe ich eine Woodstock von Snoopy und hier, wo Woodstock ist, darf Snoopy natürlich nicht fehlen. Die sind auch recht schön aufgemacht und haben bestimmt noch mehr gekostet als 50 Cent. Fand ich richtig super. Ein Pin gab es dann noch, der ist etwas schwerer zu finden. Denn der war mal zur Titanic-Ausstellung in Hamburg und zwar von 1997. Hier ist die Titanic drauf, richtig klasse. Ich bin der Meinung, den habe ich irgendwo noch, den habe ich selbst sogar noch. Richtig klasse, den aber zu finden und sowas lasse ich nicht liegen. Das lasse ich absolut nicht liegen. Finde ich richtig klasse. Ja, das ist noch ein Sticker. Ja, ich habe hier in so einem kleinen Karton habe ich die ganze Sache reingepackt, damit ich die nicht verliere. Genau, so. Dann gab es noch für 60 Cent ein, ich glaube Hot Wheels ist das. Genau, Hot Wheels von Marvel, die Milano von Guardians of the Galaxy. Richtig nett. Lose, gab beim Kind da mit den ganzen Modellautos. Ich wollte 50 Cent pro Auto haben. Ich hatte jetzt keine 50 Cent kleine in dem Moment, habe ich gesagt, komm, ich habe nur 60 Cent gehabt. Gebe ich dann ganz gerne mal. Das ist mal was anderes. Das ist richtig cool. Ja. Und bevor ich zu Kleinkram noch komme, was zu Games passt, wechseln wir noch mal ein bisschen die Kategorie. Ja, das meiste passt dann wieder zu Games. Wir haben richtig viele Sachen Game-bezogen gefunden. Das ist auch echt witzig. Ich meine, Timo Struppi,
gibt es ja auch Games, aber hier war sie jetzt noch nicht großartig dabei. Filmmäßig dagegen haben wir fast gar nichts gefunden. Ein Film haben wir gefunden. Und das ist der einzige, den gab es für 3 Euro. Und zwar Clint Eastwoods Erbarmungslos. Ja, das war der einzige Film. Gibt es auch mal. Und dann gab es ein paar Bücher. Eigentlich auch nicht so viele. Bei einem Stand, der hatte sehr viel das schwarze Auge. Und zwar auch viele Pen and Paper Sachen von dem. Die waren auch sehr, sehr schön und so teuer auch nicht. Aber die haben wir liegen lassen. Das war jetzt nicht ganz unser Gebiet. Aber hier war ein Roman, den mein Bruder gerne lesen wollte. Kerkergeschichten. Das ist wohl eine Kurzgeschichtensammlung. Und die ist im Ulysses Spieleverlag erschienen. Richtig cool. Kostete mal 15 Euro. Sieht man auch nicht alle Tage. Und er hatte da auch noch einen, der ist sogar noch verpackt, einen Soundtrack liegen, den man zum während des Spiels sozusagen vom Pen and Paper abspielen lassen kann. So untermalende Musik fand ich so witzig, weil ich auch Soundtracks gerne höre. Sphärenklang, die Flusslande. Ich weiß jetzt gar nicht den Komponisten, der steht hier so gar nicht so richtig drauf. Aber es geht halt um ein paar Spiele. Spielteile, die dann eben halt in diesen Bereichen spielen und die kann man dann zur Untermalung eben halt abspielen. Soll recht gut sein. Ist auch lang, also bestimmt 65 Minuten. Allein ein Track geht hier 13 Minuten. Ja, nicht schlecht. Gab's für 4 Euro. Also die Bücherbuch gab es auch für 4 Euro. Da kann man nicht viel verkehrt machen. Ich habe da noch für 4 Euro ein 3-Fragezeichen-Buch mitgenommen. Genau kann ich jetzt nicht sagen, ob ich das schon habe. Es mag sein, dass ich es schon habe. Ich habe es aber einfach mitgenommen, weil da steht Limited Edition drauf und so eine limitierte Auflage. Böser die Glocken, die klingen. Ich kann aber sein, dass das eine andere Version ist. Ich weiß es nicht mehr genau, die ich mal hatte. Es kommt mir irgendwie ein bisschen anders vor. Vielleicht auch eine andere Auflage. Ich weiß es echt nicht. Aber weil das drauf war und dann wollte ich das nicht liegen lassen. Auch nicht liegen lassen. Passend bei den zu 3 Fragezeichen ist dieses Magnet-Set. Finde ich auch richtig cool. Mit 3, ja, locker drin eigentlich so ein bisschen. 3 richtig oder 4 richtig genialen Folgen. Der magische Kreis, eine Folge, die ich echt selten gehört habe. Die muss ein bisschen um Erpressung und geht in so einem Verlag. Habe ich immer vergessen zu hören. Die ist immer unter ferner liefen bei mir. Immer irgendwie habe ich die übersehen und immer am seltensten gehört. Verrückt. Der Teufelsberg, auch eine richtig gute Folge. Der grüne Geist, eine brillante Folge. Immer wieder noch ein Klassiker und der Ameisenmensch ist auch eine richtig klasse Folge. Irgendwie verrutschen da die Magneten, aber wie gesagt, das gab es für 3 Euro und da konnte ich dann auch nicht widerstehen. Ja, und jetzt nähern wir uns dem Bereich, dass wir jetzt eigentlich nur noch gamebezogene Sachen gefunden haben. Der erste Teil, den wir gefunden haben, das macht ein Bettzeug, Mario-Bettzeug. Konnten wir echt nicht widerstehen. Ihr seht, hier ist die Decke, ist natürlich für Kinder, aber da wir demnächst auf der Börse sind und gesagt haben, wir brauchen was zur Abdeckung von unserem Stand, da passt das ganz gut. Ich lege es mal dahin. Ich mache jetzt nur mal das Kissen ausbreiten, da könnt ihr sehen, das ist so ein Kinderkissen. Warum muss ich das denn halten? Auch seltsam. Oben. Naja. Wie dem auch sei. Also hier seht ihr Mario, Luigi, richtig cool. Sein Datum. Aber gut, das wird ein bisschen neuer sein. Auf jeden Fall recht schick und ja, gab es für, was haben wir bezahlt, 3 Euro. Und da haben wir gesagt, komm, nehmen wir mit. Nehmen wir zur Abdeckung von unserem Stand, wenn wir den diesmal wieder verkaufen auf einer Gamebörse oder so. Das macht sich ganz gut. Ja, und dann kommt noch ein bisschen Material, was wir so gefunden haben, gamebezogen. Wo wir die Figuren gefunden haben, da war das zwischen noch ein, ich glaube, sagte Crash Bandicoot, Majora's Mask, Schlüsselanhänger. Richtig cool. Den gab es mit zu den Figuren. Dann lagen da ein paar Sticker. Da habe ich 1 Euro oder 2 Euro bezahlt für die ganzen Sachen. Die hatte er wohl von der Polaris letzten Jahr, wo ich dieses Jahr auch wieder bin. Und ich, ja, hier haben wir von innen einen Kühlschrankmagneten. Den gab es umsonst dazu. Dann eine Tüte Mario Sticker. Die gab es damals auch beim Nintendo Stand umsonst.
So, dann hier von Strictly Limited Sticker, und zwar nicht nur das Logo. Und hier Bubble Bobble for Friends, der Sticker, sondern auch ein Space Invaders Sticker und Wonderboy Sticker. Immer hier, die coolen Wonderboy Sticker. Und die waren noch in der Special Edition dabei, aber so, ja, nimmt man die auch gerne mit, beziehungsweise hier ist nochmal Wonderboy Aisha in Monster World. Und dieser Sticker ist Witch Spring 3 Airy Fine J oder wie auch immer. Auch richtig schick. Wie gesagt, 2 Euro. Und diesen nehme ich auch so immer ganz gerne mit. Und in diesem Sinne, der hatte so eben halt Sachen, die er nicht mehr brauchte, beziehungsweise das war so Stuff, der aus Collectors Edition ist, von was er so mitgekriegt hat oder aufgekauft hat, selbst durch Bundles, wo Sachen dabei waren. Dasselbe machen wir auch, wenn wir es finden, irgendwie zu günstig. Und das war auch nicht günstig jetzt. Naja, günstig ist relativ, wie immer gesagt. Also ich habe jetzt für ein paar Sachen, da war auch noch ein Game dabei und so, das ich euch gleich zeige. Habe ich so, insgesamt habe ich 20 Euro an dem Stand gelassen. Dann haben wir noch gefunden, wie gesagt, diese Sachen, die zu Special Editions gehören, wie hier The Art of Detroit Become Human. Schönes Artbook. Und diese Artbooks, die bei den Special Editions dabei sind, etwas klein gefasst, wie mit den Figuren. Dann hier zu Assassin's Creed 3 eine Lithografie, die ist hier drin. Oder 2 oder 3 Postkartenlithografien. 2 Stück sind das jetzt zu Assassin's Creed 3. Ich weiß nicht, ob das mehr gab. Aber sowas, ja, nehme ich immer ganz gerne mit, weil es ist gut zur Vervollständigung. Zum Tauschen, man kann sich das selbst aufhängen, wenn es jetzt schöne Motive sind. Ja, und dann gab es auch dieses Buch, das ist auch so ein Infobuch von Assassin's Creed 3 mit dem Logo drauf. Und noch ein anderes, das ist aus der Witcher Collector's Edition, auch richtig schön gemachtes Buch. A Fractured Land, Tales of the North and Realms. So richtig schöne Geschichten, richtig schön aufgemacht. Mussten wir erstmal gucken, zu welchem Game das war, weil es so ein gummiertes Buch hat. Und ja, irgendwo hatten wir hier Jennifer gesehen, von ausgeben The Witcher, dadurch wussten wir, dass es The Witcher war. Ich gucke gerade, ob ich diese Grafik finde von ihr. Da, ja, ist Jennifer aus The Witcher. Ja, dadurch wussten wir, wie es ist. Was mir dabei einfällt, wenn ich diese Gummierungen sehe, ich habe ein schönes Buch gehabt von Indiana Jones, richtig toll. Und diese Gummierungen, ich meine, das Buch ist 10 Jahre knapp alt, fing an zu kleben und sich aufzulösen. Das ist so ätzend. Die Dinger sind schön, aber auch nicht lange haltbar. Ja, bevor ich zu Computerspielen komme, zeige ich euch etwas anderes Cooles. Das haben wir gefunden und was haben wir bezahlt? 5 Euro. 5 Euro. Wollten wir haben, haben wir auch gegeben. Stratego Assassin's Creed. Nicht schlecht. Wie könnt ihr sehen, ist halt ein ganz simples Spiel eigentlich. Ein bisschen, im Endeffekt eine Art Schach ist das, wenn man es so will. Auch so eine Art Schachsystem mit verschiedenen Charakteren von Assassin's Creed. Richtig cool. Sieht man auch nicht alle Tage. Und ja. Gab es für einen schmalen Taler und da haben wir dann echt, wie gesagt, nicht nein gesagt. Also. Ihr wisst es, macht Spaß, sowas zu finden. Und dann habe ich eine Big Box gefunden für den PC von Sierra. Da war ein Rümpler mit, da lagen auch andere noch, die waren aber in ganz schlechtem Zustand und das war unwichtig. Waren auch keine Highlight-Titel. Hier, das ist auch jetzt kein großer, besonderer Titel. Es ist eine U-Boot-Kampfsimulation von Sierra. Es ist eingeschweißt noch, Fast Attack. Ist aber auch noch nicht ganz so reingezogen. Man muss aufpassen, irgendwann zieht das Vakuum so ein bisschen nach innen. Das Ganze, es gab auch schon so, dass es zu sehr nach innen gezogen hat. So eine Art, dass es die Höhlen kaputt geht, weil die einfach zu weich sind. Das geht aber, die ist recht stabil. Und ja, gab es für 3 Euro und da konnte ich noch nicht so widerstehen. So. Und dann haben wir Spiele gefunden. Eine ganze Reihe. Ich muss sagen, ich habe nicht mehr alle drauf, was wir jetzt bezahlt haben für alle.
Hier haben wir 34 Euro bezahlt, mein Bruder wollte das gerne haben. Das ist hier PlayStation 5 Cyberpunk 2077, aber auch nur, weil die DLC, die Codes noch nicht eingelöst sind. Und deswegen war das auch ein recht fairer Preis. Ich habe dazu noch genommen für 4 Euro Obscure für die PlayStation, für die Xbox One. Der Grund war eigentlich gar nicht so abwegig, weil hier fehlt das Handbuch. Ich wollte eigentlich eine Sache haben, die meine Fassung, die ich schon mal im Regal hatte, nicht hat. Das Lenticular-Cover. Ich finde das mega. Warum auch mal darauf festgeklebt auf der Titelseite, deswegen sind so ein paar Abnutzungen hier. War halt exklusiv da und ich fand das cool und das wollte ich gerne haben. Keine Ahnung, ob die PlayStation-Fassung das hatte. Ich habe schon mal PlayStation gefunden, da gab es das nicht. Und ja, auf diesen Schnickschnack, den mag ich ja ganz gerne und ja, da musste ich das dann auch irgendwo mitnehmen. Genau, beim anderen Stand, was haben wir da bezahlt? Ich glaube, zusammen war das 20 Euro. Noch sealed. Sword Art Online. Last Recollection. Mal 30 gekostet, gab es jetzt für 20. Mit umsonst dabei, dann die sollte 4 Euro kosten oder 5 Euro. Dark Summit ist ein Snowboard-Spiel, aber mit einem leichten Adventure-Elementen und ist richtig cool. Ja. Sagt nichts her, ist aber, soll aber ein kleiner Geheimtipp sein. So, zusammenpacken wird schwer. Dann noch bei einem Händler, da hat mein Bruder 5 Euro bezahlt, das war ein normaler Schrotthändler, der auch Spiele hatte, gab es die Legendary Edition von Rise, Son of Rome, wo alle DLCs drauf sind, auf der Disc. Wie gesagt, für 5er. Wir haben ja alle Konsolen bei uns zu Hause, deswegen ist es egal, was wir finden oder was wir nehmen. Beziehungsweise egal ist es nicht. Also wir können jede Konsole spielen. Das ist, weil ich alle Konsolen eigentlich hier vertreten. Ich gucke gerade. Das war alles ein Deal, was ich gleich habe. So, dann haben wir noch gefunden für PlayStation 2 Scarface Royal Zeros, die deutsche 18er Fassung, hat 3 Euro gekostet, ist auch komplett vollständig und die Disc ist eigentlich recht schön zuschauen. Ja, und dann habe ich jetzt hier ein Set von 2, 4, 6, 8, 9, 10 Spielen plus eine Hülle und habe 50 Euro dafür bezahlt. Ja, und fangen wir an mit den Spielen, das ist ein bisschen schwer, das ist alles. Also, ihr seht den Stapel, PlayStation 2 hauptsächlich. Dabei ist auf, gewesen nur die Leerhülle von Assassin's Creed, DS, Altair Chronicles, also das ist wirklich nur Handbuch und Hülle. Habe ich schon mal auch gehabt, und dann habe ich das Modul nachgekauft, wie gesagt, das gab es oben drauf. Und da konnten wir jetzt nicht widerstehen, Modul findet sich sicherlich mal irgendwann. Das einzige PlayStation 4 Spiel, was wir jetzt hier haben, ist South Park, der Stab der Wahrheit. Fehlte meinem Bruder noch, wollte man ursprünglich 20 haben, aber mit dem Bundle war es dann günstiger. Denn für die PlayStation 2 Spiele wollte man ein Stück 4 Euro haben. Wenn man das so hochrechnet, ich habe 9 Stück, das sind 36 Euro plus 20 wären 56 Euro. Doch, 56 Euro plus das nochmal 3 Euro oder sowas im Endeffekt und wir haben knapp 50 Euro, das heißt ein klein wenig gespart. So, und wie gesagt, diese ganzen Titel sind vollständig, inzwischen sehr gut und gut die Zustände. Und wie gesagt, bei 4 Euro nehme ich dann auch mal ein paar Titel mit, die ich auch mal kennenlernen möchte. Hier habe ich zum Beispiel von 3DO Portal Runner, kenne ich so noch nicht. Dann ein Konami-Titel, der ist auch richtig schöner Zustand ist, deswegen habe ich ihn mitgenommen. Hier haben wir Ring of Red. Dann habe ich hier, da ist leider der Sticker oben nicht mehr ablösbar gewesen, also das ist so reingefressen von Midas Interactive leider, aber Demon's Summoner soll eigentlich gar nicht einer mal der Titel sein, die gleich gut sind. Ein Titel, den ich doch gar nicht gefunden hatte, Master of Bushido oder Kengu.
Und Ubisoft, keine Ahnung, was da weiter war. Dann, was nehmen wir hier, haben wir The Bard's Tale, das ist so ein Rollenspiel. Disney's und Pixar's Unglaublichen, der Angriff des Tunnelgräbers, der untergräbt alles, kann richtig schön sein. Von Konami verbreitet, aber das ist wahrscheinlich nur die Playstation-Version, denn bei uns ist es ja auch auf PC erschienen. Age of Empires, The Age of Kings 2. Auch richtig gut. Ja, von den Assemble Studios. Dann habe ich hier von Quantic Dream, in auch einem schönen Zustand, Fahrenheit. Das sind ja die Macher, die unter anderem Detroit Become Human, Heavy Rain gemacht haben. Auch hier eine sehr spannende Adventure-Geschichte. Und hier so ein Manga-Spiel, Play It steht da zwar drauf, aber ist halt auch ein Kultding und ist nicht so günstig. Gungrave Overdose. Ja. Und das war es eigentlich auch schon. Das war diese gesamte Masse an Funden vom Flohmarkt. Das war der letzte große Flohmarkt bei mir in der Gegend. Ja. Und ich kann nur so viel sagen. Ich hoffe, ihr habt da was gesehen, was euch gefallen hat. Also mir haben sehr viele Dinge gefallen. Das ist ein schöner Spaß eben halt, all die Dinge dann in die Sammlung aufzunehmen. Die Timo Struppi natürlich, die liegen für mich am Herzen. Mein Bruder hatte den AT-AT als Highlight. Ja, jetzt kommt ihr. Was ist euer Highlight? Was gefällt euch besonders gut? Und ja, ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn ich euch irgendwas zeige. Wahrscheinlich mehr aus der Sammlung, denn die nächsten beiden Flohmärkte, das dauert noch ein bisschen. Einer ist im Anfang Dezember, der andere ist Ende. Nee, bis zu Anfang November, glaube ich. Das heißt, so viele sind hier nicht mehr. Dazwischen werde ich Pickups zeigen und alles andere. Und ich habe noch zig Videos, wo ich jetzt demnächst wieder dran gehe. Also seid gespannt, es kommt sehr vieles. So, jetzt seid ihr dran. Liken, teilen, abonnieren und kommentieren vor allen Dingen. Wir wollen wissen, oder ich und mein Bruder wollen wissen, was ist euer Highlight? Ja, unser kennt ihr ja bereits. Und deswegen, lange Rede, kurzer Sinn. Und da, ja, Überblick. Macht's gut.